Ich bin Theresa Simon, ich bin Juniorprofessorin hier am Institut für Analysis und Numerik. Außerdem bin ich Transgender, das heißt, die ganze Welt eingeschlossen mir dachte eine ganze Weile lang, ich wäre ein Mann. Und vor ein paar Jahren habe ich gesagt, halt, das passt nicht. Und deshalb habe ich das geändert. In meiner Forschung beschäftige ich mich hauptsächlich mit Modellen aus der Physik und den Materialwissenschaften, die ich mathematisch präzise untersuche. Dabei geht es oft um solche Fragen wie, welche Muster bilden sich in bestimmten Situationen aus und warum tun sie das? Und obwohl die Methoden, die ich verwende, rein mathematisch und rigoros sind, sind die Fragestellungen durchaus angewandt und in dem Sinne verstehe ich mich als angewandte Mathematikerin. Natürlich ist das, was ich betreibe, Grundlagenforschung, in dem Sinne, dass ich mir die Sachen sehr abstrakt angucke und die Sachen sehr weit weg sind von meinetwegen industriellen Anwendungen. Aber am Ende geht es schon darum, dass sowas unter Umständen dazu verwendet werden könnte, neue Technologien zu entwickeln. Ein Beispiel, in dem meine Forschungsrichtung im Alltag von vielen Menschen auftaucht, sind zum Beispiel Festplatten. Und auf Festplatten werden die Daten darin gespeichert, dass dem Magneten, einem sehr dünnen Magneten, ein gewisses Muster gegeben wird in den Richtungen, in denen die Magnetisierung zeigt. Und darin werden unsere Daten gespeichert. Und unter anderem beschäftige ich mich mit anderen Mustern, die in Magneten auftauchen können, die extrem klein sind und bei denen die Hoffnung ist, dass man irgendwann darin sehr effizient Daten speichern kann. Also ich bin ehrlich, in der Doktorarbeit gab es auch mindestens eine Phase, in der ich sehr frustriert war und überhaupt nicht weitergekommen bin. Also ich musste ganz viel Zeit investieren und Dinge ausprobieren, die nicht funktioniert haben, bis ich auf die Idee gekommen bin, warum es nicht funktioniert hat. Und ja, manchmal versucht man etwas lange und dann findet man irgendwie ein neues Stück Information und damit geht es dann. Und das ist ziemlich witzig, wenn das passiert. Ich will Dinge verstehen. Am Ende will ich Dinge verstehen. Und was auch sehr schön ist, ist zu sehen, wenn andere Leute Dinge verstehen.